Billig-Intro, denn ich hab noch immer keins. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Das ist ein kleiner gemeinsamer Rückblick. Und zwar, das habe ich letztens schon mal gemacht. Also letztens heißt so viel wie Mitte 2015. So kam mir das zumindest vor, dieses letztens. Da habe ich nämlich mal die Anfangszeit dieses Kanals hier untersucht und geguckt, was so meine ersten Videos waren, an was ich mich noch so erinnern kann. Und vielleicht war der eine oder andere von euch schon damals dabei. Was zwar unwahrscheinlich ist, aber man hat ja noch die ein oder anderen Kontakte. Und dieses Mal, jetzt hier heute, geht es um das, was ich so 2012 gemacht habe. Und ihr seid gerne herzlich eingeladen, mit mir zusammen mal so ein bisschen rumzuschwelgen, wenn es darum geht, zu gucken, was so damals passiert ist. Und wenn ich jetzt hier schon die Vorschaubilder sehe, was 2010 und 11 alles noch gewesen ist, diese schwarzen Ränder immer und wie ich ein Jahr lang versucht habe herauszufinden, wie man diese schwarzen Ränder im Video wegkriegt. Ach ja, gut alten Zeiten. Naja, also ich glaube, das hatten wir letztens mal schon, diese Geschichten hier. Wenn ich heute so zurückblicke, ich glaube 2012, das war so hier diese Geschichten und das waren jetzt alles so kleine Armer-Schnipsel, aber an das hier, an das erinnere ich mich noch sehr gut, das war nämlich so ein lustiges kleines Ding. Mann, ja, total vorbereitet. Und da springe ich auch schon gleich an die richtige Stelle. Muss ich erstmal pausieren. Das war Hampel, einer meiner Kollegen von damals. Und mit dem habe ich Scharfschützen-Sachen gemacht. Und wir haben hier immer auf dieses... Also ich war sein Spotter, ich habe alles beobachtet, den Wind. Sagen wir 1,0 schießen wir. Und er musste schießen, wenn der Wind bei bestimmten Werten war. 1,0 ist erreicht, 0,9 Feuer. Und irgendwie... Achso, ja, jetzt weiß ich wieder. Der Witz war so dabei, dass wir uns so mega vorbereitet haben und dann, dass das Magazin leer war. Und da habe ich damals schon so gelacht wie heute. Und das ging die ganze Zeit im Video so weiter. Und ja, das war eigentlich der ganze Witz dabei. Ja, das war die Zeit mit Hampel. Das war einer meiner ersten richtig guten Kumpel in Arma 2 und wir haben wirklich tolle Sachen miteinander gemacht. Ja, so also vom Video her war das jetzt nichts Besonderes. Und da habe ich auch noch andere Sachen so ausprobiert. Also hier zum Beispiel Dragon Age 2 habe ich noch gespielt. Und da weiß ich noch, das war einfach nur so ein Mitschnitt aus dem Spiel. Und... machen jetzt erstmal den Werbeblocker an für dieses Video. Und ich habe diese Musik untergespielt. Ja, ich weiß gar nicht, wie heißt die noch hier? George Thorogood, Back to the Bone. Ja, ja, das fand ich voll lustig. Und da habe ich gesehen, dass ein anderer sowas ähnliches gemacht hat. Ohne diese Musik. Und dann dachte ich, ich wäre der Erste gewesen, der diesen Spielmoment hier festhält. Und dann dachte ich, das könnte vielleicht so ein bisschen viral werden. Wurde es dann aber nicht. War eigentlich auch nur so ein blöder Ausschnitt aus dem Spiel. Aber das waren so meine ersten Versuche, auch mit anderen Spielen ein bisschen was zu machen. Und abseits von Arma 2, ihr seht ja, das ist ja alles wirklich nur Arma 2 gewesen. Da habe ich tatsächlich fast nur Arma 2 gemacht. Und das hier weiß ich noch, Epic Team Kill. Das ist tatsächlich noch so eine Sache, die ist bis heute nie wieder passiert. Können wir mal eben gemeinsam angucken, das dauert auch nicht lange. Ja. Natürlich. Natürlich. So, ich einer hat den Heli hier getroffen. Nee, kannst du den haben. Soll ich mal probieren, Chili? Oh fuck. Oh fuck, Hank. Oh fuck. Ich wollte damals, das weiß ich noch, ich wollte damals so ein bisschen, dass ich getroffen werde, weil das dann so cool gewesen wäre. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, ey, das kann doch jetzt nicht wirklich so sein. Und dann ist das Ding wirklich neben uns eingeschlagen. Das war ziemlich selten. Und das sind halt diese kleinen lustigen Gaming-Momente, die gut ankommen und die man dann auch gerne mit anderen teilt. Ja, war jetzt auch nichts in Sachen Videobearbeitung, nichts Besonderes. Aber das fand ich auch sehr interessant, dann eben diese Situation dann immer zu teilen und dass man die dann auch teilen kann, weil bis dahin, wenn man das eben nicht aufnimmt, dann sieht das halt nie wieder jemand. Und und ich sehe jetzt hier gerade, hier sind die ersten größeren, besseren Tutorials, die ich gemacht habe. Da muss ich mal reingucken. Ja, das hier war noch so ein Standbild. Heute behandle ich zusammen mit Hampel. Genau, und das ist tatsächlich so nach dem Muster, wie ich es dann auch jahrelang beibehalten habe, dass ich das nämlich dann immer so, wenn ich das hier, nee, hier steht es leider nicht drin, aber ich bin da immer so, ich sag mal so ein bisschen Step by Step im Rangang. 1, 2, 3 und wenn ihr die Tutorials von mir kennt,
Die sind ja alle immer recht ähnlich, ne? Und, ja. Das Tutorial, das kam auch gut an, das weiß ich, weil das hat damals das erweiterte Snipern unter Arma 2 mit der Modifikation da beinhaltet. Da gab es überhaupt kein Tutorial zu, auch nicht, Entschuldigung, auf Englisch. Und da hatten einige gesagt, ich soll es doch bitte auf Englisch machen, aber ich hatte da auch nie wirklich Lust zu, das alles nochmal zu übersetzen. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, würde ich da die Community zur Hilfe nehmen, die dann da eben solche Übersetzungen macht, aber naja, das ist auch nicht mehr das gleiche wie 2011, also ist nicht ganz 2012, aber ihr wisst, ne, das, oh Gott, die ganze, das habe ich alles mit einzelnen Grafiken gemacht und ja, das war schon Arbeit. solche mathematischen Kalkulationen und ja, das war cool. Ich habe auch noch so eine Tabelle für dieses Tutorial erstellt, das weiß ich noch. Ja, das waren so die Anfangszeit von Arma 2 und wo es dann auch so bei mir so ein bisschen professioneller wurde, kann man sagen. Und dann das nächste Video sehe ich hier gerade, das müsste dann ein paar Tage später gewesen sein, oder? Ja. Das war dann der erste Film, den ich gemacht habe. Rise of the Devil Dogs. Das war tatsächlich einer der ersten Filme, wo ich dann auch solche Animationen rausgesucht habe. Das war extrem aufwendig damals noch, weil da hatte man keine Vorschau, da musste man das alles durchprobieren. Und diese Szene eben am Anfang hier, das waren locker, glaube, 2-3 Stunden Arbeit, allein um die Animation zu finden. Dann habe ich mir sie rausgeschrieben. Und wenn ich jetzt hier so durch den Film gucke, hier laufen zum Beispiel KI-Soldaten alle im Gleichschritt. Das war ein halber Tag Arbeit, weil erst wollte ich sie alle hintereinander laufen lassen mit Wegpunkten. Dann habe ich stattdessen eine Animation genommen, die sie dann hat, also das soll so die Übergangssache sein. Da habe ich so eine Animation gemacht und ich weiß noch, hier macht dann die Straße gleich einen Knick und dann sind sie ins Gras gelaufen. Aber das ist dann ja egal, das hat man rausgeschnitten. Und hier war dann die Szene aus Jarhead. Und das waren Details, da hat wirklich keiner drauf geachtet. Aber wenn ihr jetzt mal hinschaut, hier, das habe ich dann in Arma 2 gebaut. Und hier das aus dem Film, wenn man hinguckt, da war auch so ein Wasserturm. Da ungefähr, sieht man jetzt nicht so gut. Aber das hier stand ein Auto, da die Gebäude, auf die Bäume habe ich geachtet und alles. Ich habe das fast, die ganzen Details, wenn ich mir das angucke. Und das ist wirklich nur 1, 2, 3 Sekunden vielleicht im Video. Und hier die ganze Animation mit den, das war echt aufwendig. Also ich will nicht sagen, dass das zu viel war, aber ich habe auch mich richtig, ich hatte richtig Spaß dabei, besonders hier bei sowas. Das weiß ich noch. Da habe ich aus Need for Speed Underground, da habe ich extra nochmal installiert und habe dort den Sound von dem Anfangs-Nissan, glaube ich, gab's da. Da habe ich den genommen und habe den extrahiert. Das war auch viel Arbeit, weil ich habe nichts Vergleichbares im Netz gefunden, was eben den Witz jetzt hier gezeigt hätte, dass man so einen Sound in dieses Auto packt. Ja. Und das waren hier alles diese Kamerafahrten, die man mit G-Cam gemacht hat. Also, ich will das jetzt hier nicht so ausschmücken, aber das war alles eben so ein kleines Werbevideo für unsere kleine Einheit bei diesem TVT. Und hat eigentlich keinen größer interessiert, aber für mich war das, also für mich persönlich war das deswegen auch schon spannend. Ich darf jetzt nicht so lange spielen, weil sonst gibt es wieder YouTube-Lizenzprobleme. Für mich war das auch interessant, weil ich dadurch eben sehr viel lernen konnte, was Videobearbeitung, Sound und solche Sachen angeht. Und ja, das war ja so ein Prozess, den ich gern gemacht habe. Ja, fanden viele nicht toll, das Video, das weiß ich noch. Und war ein bisschen überzogen und klischeehaft und alles. Aber naja, so, ich denke, die Anfangszeit haben wir alle, wenn wir mit einer Sache anfangen. Ne? Jetzt gucke ich hier mal weiter, was dann noch so alles gewesen ist. Endstation, Podagorsk, genau, hier unten, genau. Das war eines der Videos, also neben all den anderen, neben den Tutorials jetzt hier, muss ich mal eben kurz reingucken, wie das gewesen ist. Das war eines der einfacheren Tutorials, das weiß ich noch, hier mit dem Apache. Und das kam auch gut an, das weiß ich, und das hat mich überrascht, weil ich wollte es eigentlich komplizierter machen, aber ich habe mich tatsächlich auf die wesentlichen Dinge beschränkt und ich glaube, hier waren noch überall solche Grafiken, die ich eingebaut habe. Ja, genau. Und ich glaube, das war eines der besten Tutorials, was ich hatte, von nicht zu komplex, aber auch einfach genug. Ja,
So fing das jedenfalls alles an mit den Tutorials. Und hier Endstation Podagos, das war dann eines der ersten Gameplays mit meinem neueren Clan. Das war die Brigade 2010. Und da müssen wir jetzt den Ton leider ausmachen. Wie gesagt, das gibt jetzt ständig Probleme. Und das Video an sich ist eigentlich nichts Besonderes, aber ich weiß noch, wie ich damals das gespielt habe abends und noch in der Nacht, das war ein Freitag auf Samstag, noch in der Nacht bis 4 Uhr habe ich das Video gemacht und habe es dann am nächsten Morgen veröffentlicht und das fanden die ganzen Teilnehmer dann auch gut, weil sie dann noch so einen frischen Einblick hatten. Weil jetzt die ganzen Leute hier von früher, 6 Jahre her, viele von denen spielen jetzt natürlich keinen Armer mehr, einige noch. Und das war so, so fing das eigentlich an mit dem typischen Gameplay, was ich gern gemacht habe. Und ja, es ist, dieses Video ist eigentlich so stellvertretend für viele andere, weil ein paar Schnitte, so ein bisschen Musik, so ein paar Soundeffekte, ja, das war dann so ein bisschen mein kleines Markenzeichen. Ja, dann, was haben wir hier noch? Muss man ja auch irgendwo so ein bisschen erwähnen, das habe ich gerne gemacht, weil ich es bei anderen immer gesehen habe. So von einem Spiel so eine kleine Szene genommen und irgendwas, was eigentlich nicht spektakulär ist, ja, zum Beispiel so ein Kopfschuss war das noch, wo zwei Leute bei sterben. Eigentlich ist das hat mich immer gewurmt, dass ich sowas da gesucht habe, selber auch, um zu gucken, wie das aussieht. Und dann habe ich es nicht gefunden. Dann habe ich mir mal gesagt, hey, solche Szenen aus anderen Spielen, die das eigentlich nicht wert sind, die bringst du mal online. Und ja, Jagged Alliance habe ich ja noch lange danach gespielt. Aber das ist jetzt hier an dieser Stelle egal. Ja. Aber gut zu sehen, dass das alles noch online ist und nicht offline genommen wurde. Ja, dann sehe ich jetzt hier Generous Live, hier die beiden. Das haben wir gespielt, bevor es cool wurde, kann man sagen. Auch alles nach 2011. Auch wieder mit Musik, also muss ich wieder ausmachen. Das war alles noch, wo wir dritte Person auch gerne gespielt haben und so lustige Szenen erlebt haben. Also was man heute, wo heute das ganze Netz mit geflutet wird, ne? Wo heute tatsächlich ganze YouTube-Kanäle darum entstehen, wie sie diese lustigen Sachen mit der Live-Serie machen. Und das ist auch witzig, das ist ja auch immer noch so gut. Aber ich hätte nie drüber nachgedacht, dass, war nie in Erwägung gezogen, dass das mal so richtig so ein Ding wird, wo einige von leben können. wenn ich jetzt so an Leute wie Gronkh denke und so, die damals einfach klein waren und wo das alles noch so total Hobby und wer so rumgedaddelt war und heute leben da so Leute von, so auch wie Moondai, das ist schon krass, das hätte ich nie gedacht. Ja, das waren einfach nur so Szenen, die ich dann auch zusammengeschnitten hatte, so witzige Sachen, ja. Gut, dann kommen wir mal weiter, das ist jetzt alles noch vor 6 Jahren, nicht so wirklich das, was ich jetzt hier eigentlich angucken wollte. Schauen wir mal, hier ist der zweite Film, genau, also hier die ganzen Tutorials und so, die kamen alle noch so in einem regelmäßigen Turnus, die Videomitschnitte, eigentlich sowas Besonderes nicht, aber hier so dieser Film, das war für mich eigentlich immer was Besonderes und das kam auch nicht so gut an, das weiß ich noch, weil das habe ich bei einem anderen abgeguckt, so eine Aneinanderreihung von, ich sag mal, Szenen aus einer Doku, aus einem Film und wie man dann einfach mal so ausprobiert, dass man so eine Collage macht mit cooler Musik. Mal kurz reinhören. Sorry, wenn das so laut war. Ja, das war halt tolle Musik, ich glaube, von, was war das? Da muss man eben gucken. Epic Score, genau. Ultimate Power. Ja, das hat mir Spaß gemacht, das weiß ich noch. Am Ende habe ich es dann so ein bisschen übertrieben, weil da habe ich dann Star Trek und Avatar, glaube ich, reingebracht. Das hätte nicht mehr sein müssen, aber ja, das sind so die Dinge, die man einfach ausprobiert, wenn man anfängt, Videos zu machen. Zumindest war das für mich klar, dass ich einfach mal was kopiere, was ich von anderen cool fand, eben auf meine eigene Art und Weise umsetze. Dann, was haben wir hier noch so Interessantes? oh, das Video. Das Video hier, das war noch lange gültig, nachdem es fertig wurde, oder Teile waren davon noch gültig. Und ich habe es immer wieder woanders verlinkt. Schauen wir mal rein. Und gleich zu Anfang. Ja, ich bin hier an der richtigen Stelle. Sehe ich gerade. Okay. Das Video handelt eben von der Ace Mod. Kennen viele von euch, die meinen Kanal kennen sicherlich. Und das Intro basierte darauf, da fliegen ein paar Helis. So, dann geht die Kamera gleich nach unten. Und okay, ich mach's kurz. Da liegen auf diesem Tisch ja diese Gegenstände, ne? Und die Kamera fährt da so entlang. Und das war voll der
Abfuck. Entschuldigung. Aber das war voll schwer, diese Gegenstände hier zu platzieren, weil ich muss das, ich blende das gleich mal ein mit einer anderen Engine, mit VBS oder so wahrscheinlich. Die Gegenstände hatten alle riesige Umfänge im Editor, in 2D-Editoren, hatten alle nur so ein Fragezeichen als Symbol. Und dann waren sie alle übereinander gestapelt und man konnte nichts erkennen. Und das war total anstrengend, das alles hier zu machen. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, nur für diese kurze Szene. Und ich weiß, das hat eine Menge Leute beeindruckt, dass sie diese Gegenstände überhaupt auf den Tischen sehen, weil in Arma 2 ist das eben tierisch schwierig. Da muss man das alles manuell platzieren. Da hatte man nicht diesen geilen 3D-Editor wie heute in Arma 3. Es waren halt andere Zeiten. Ja, ansonsten, das Tutorial selber war eigentlich ziemlich standardmäßig. Da habe ich die ganzen Gegenstände eben vorgestellt, wie sie funktionieren, Tastatureinstellungen und so weiter und so weiter. Also war an sich nichts Besonderes. Ich sehe jetzt hier nur gerade, ich wurde schon besser, was die Grafikbearbeitung anging, die einzelnen Elemente oder solche Szenen. Das ist hier auch die schwarzen Ränder sind natürlich irgendwann weggegangen. Und ich habe so ein bisschen ich wurde so ein bisschen besser vom Workflow her. Das ist auch klar, wenn man das ein ganzes Jahr lang macht. Und bevor ihr also in Erwägung zieht, die M14 gegen den Gegner einzusetzen, sollte euer Vorrat an Handgranaten schon ziemlich aufgebraucht sein. Sehr nasal. Ja, sehr nasal. Okay, gut. Wenn ihr das eingeladen habt, wählt den Gegner. Ja, aber war normal. Ne? Das war noch so ein Headset-Mikro, das weiß ich noch. Da hatte ich, ich glaube, das war ein oder zwei Jahre, bevor ich mir dann so ein richtiges Mikrofon gekauft habe. Okay, so viel dazu, das zu dem Ace-Gegenstände-Ding. Dann hatte ich hier, ja, meine Brigadezeit, sage ich das immer. Das war so die Zeit, da war dieser Clan bei diesem Spiel Arma 2 und dieser Clan war besser als die anderen Clans. So habe ich das gesehen, weil sie einfach engagierter waren und sich mehr reingehangen haben und da habe ich mich sehr wohl gefühlt, wirklich. Das war wirklich angenehm, dort Zeit zu verbringen und heute erzähle ich immer wieder auch von den Anfangszeiten, wie man halt so drum nostalgiert, aber naja, darum geht's jetzt nicht. Trotzdem, ich klicke jetzt einfach mal in so ein Video rein. Das haben wir. Ich weiß noch, das hier habe ich ein bisschen Comedy-mäßig angelegt, so ein bisschen selbstironisch. Und da war auch hier mein Kumpel Hamwell noch dabei. Ich weiß noch, wie ich Ärger bekommen habe im Clan, weil ich die Mitschnitte auch so ein bisschen witzig angelegt habe. Ich glaube, die Musik. Leute, was machen der Zivi hier? Ja. Also es waren eigentlich immer recht ernsthaft angelegte Missionen, aber ich habe es trotzdem manchmal dann ein bisschen mit Witz und so versucht. Ich weiß, das kam nicht immer gut an beim Clan, aber wir haben dadurch Aufmerksamkeit bekommen und das war dann auch nicht schlecht. Ja. Das dazu. Ja, wie gesagt, das ging dann hier noch so weiter, hin und wieder noch so ein anderes Spiel, was ich so reingedrückt habe. An der Stelle hier, das mit Skyrim, da wurde mir so langsam klar, eigentlich bringt es gar nichts, dass ich solche Videos mache, das interessiert niemanden. Für mich selbst war es auch nicht so toll. Ich habe es einfach nur als Ergänzung angesehen und teilweise auch als Message für die anderen, dass hier ist kein reiner Arma 2-Kanal. Das ist kein Downvote eigentlich. Eigentlich habe ich mich selbst noch immer in der Zeit hochgevotet, das war dann auch immer nötig. Ja, wie die meisten kleineren das immer so getan haben. Ja, dann, mal gucken, was haben wir hier noch? Also Tank, genau, das weiß ich noch. Das war neben all den Standardmitschnitten auch so ein bisschen was Besonderes, weil da habe ich schon so langsam angefangen, das Gameplay im Clan auch so ein bisschen zu formen aus meiner Perspektive, indem ich so exotische Sachen, die es in Arma so selten auch gespielt wurden, dass ich die dann immer so gerne zeige. Panzer oder Gameplay, wie es so nicht gab. Und dass ich dadurch dann auch versucht habe, dass das Spiel auch von anderen Leuten so ein bisschen mehr an Tiefe oder dass das Spiel tiefer wahrgenommen wird, als es einfach nur ist. Nicht nur Infanterie, sondern eben auch mit Panzern. Fanden viele nicht so toll, dass das eben Panzer sind, aber ich habe gehofft, an meiner Mission dranbleiben zu können und ich habe das dann auch unterstützt, sehe ich hier gerade mit dem Schützenpanzer-Tutorial und irgendwo in der Nähe müsste dann auch, jetzt mal weiter gucke, das Panzer-Tutorial sein. Bin ich blind? Das war in der Zeit irgendwo, hier ist das. Ach, hier oben war das, na genau. Das habe ich noch weit vorher gemacht, also ich glaube ein halbes Jahr vorher. Kampfpanzer, Schützenpanzer, das war alles so Krempel, den wollten die meisten nicht so gerne machen. Und das hat mich schon damals
mehr fasziniert als Infanterie. So, dann, was hatten wir hier noch? Weiß ich nicht, das waren so die Sachen, wie gesagt, das fand der Clan, das ist einfach immer passiert. Hier zum Beispiel haben wir eine Nachbesprechung im Feld gemacht. Und da kam plötzlich so ein gegnerisches Fahrzeug an. Ach, ich erinnere mich. Ich bin gerade im Hand hier, ja? Rückstrahlzone frei. Genau, da, der Panzer kommt über die Kuppe und die anderen jagen ihm erstmal Raketen rein. Okay, Friede. Fuck you. Ja, das war wirklich eine klasse Szene. Da braucht man dann die Panzer. So, das war wirklich eine klasse Szene, weil es kam so eigentlich nie wieder vor und das will man eigentlich gar nicht, aber es war halt cool und schön, dass ich es eingefangen habe. Ja. Dann habe ich von der Community noch so einen Rückblick gemacht, so ein kleines Best-of, kann man sagen. Auch mit Musik müssen wir jetzt auch wieder leider wegmachen. War cool, habe ich gerne dran gesessen. Kam auch gut rüber. Und ich habe damals schon für mich erkannt, das Geheimnis, wenn man so eine Online-Gemeinschaft hat, so eine Freizeit-Online-Gemeinschaft, und man will zeigen, wie cool die eigentlich ist, dann darf man da kein plumpes Werbevideo draus machen, so gestellte Szenen und irgendwelche Schriftzüge, die da durch die Gegend, After Effects, sondern man muss einfach zeigen, das reine, pure Gameplay, also tatsächlich, was da so los ist. Man kann es natürlich noch so ein bisschen aufarbeiten, so wie hier. Das war tatsächlich eine Aufnahme, die so nie im Spiel drin war, aber es war eine Ergänzung, so habe ich das immer wahrgenommen und das hat funktioniert, das kam gut an, das mache ich auch heute noch so und würde es auch jedem empfehlen, dass wenn er sowas macht, dass er da versucht, authentisch zu bleiben und nicht irgendwie, wenn er Werbung machen will für eine Community, dass er da irgendwie was macht, was gar nicht stimmt. Ja, dann, was hatten wir dann hier noch so? Was ist denn jetzt hier noch so interessant? Ja, hier, langweilige Tagebuch eines Apache, das kann man auch so sehen. Da habe ich meine ersten Flugversuche dann gemacht. Circa 400 Meter. Das war cool. Wir hatten viele tolle Momente eigentlich in der Luft. Hatten allerdings, wenn man das jetzt so sieht oder auch nicht sieht, wir hatten sehr viel mit der Engine zu kämpfen oder mit den Reichweiten. Ne? Das ist ja heutzutage echt wenig, da wenn man so guckt. Das konnten wir auch nicht unbedingt immer einstellen oder mein Rechner hat das nicht immer hergegeben. Aber nichtsdestotrotz, Fliegen war schon immer in diesem Spiel halt toll und viel mehr als dieses Spiel habe ich damals auch nicht gemacht. Ja, dann Attentäter, genau. Ah, Mensch, das war ein cooles Ding. Das ist tatsächlich jetzt, das müsste so Mitte 2012 ist das. Das war eine sehr interessante Mission, die wir uns damals überlegt haben oder die Nocturne, ein Kollege von mir, sich überlegt hatte. Er war schon damals gerne Scharfschütze. Er hier, der hinter mir jetzt läuft. Und wir haben eben uns überlegt, wir machen Anschlag auf menschliche Spieler. Und die wissen zwar, dass wir wahrscheinlich ein Scharfschützenteam sind. Und die haben auch ein Anti-Scharfschützenteam, das zeige ich mal eben. Das kann mich noch sehr gut ans Video erinnern. Die liegen da. Und dann beschießen wir erst das Anti-Scharfschützenteam und vertreiben die. Wir haben sie nicht getroffen. Gucken, ob ich das hier noch so reinkriege. Ja. Scheiße, das ist der Spotter, der da liegt vorm Stein. Das ist alles so verpixelt gewesen. Oben links. Ist der 5 Meter näher rum. Genau, da haben wir sie beschossen und vertrieben. Und dann haben wir versucht, hier diesen Typen unten zu treffen. Moment, ob ich das reinkriege. Genau, dann war hier unten so eine Versammlung. Und wir wollten nur einen Anschlag machen. So richtig wie in einem Film, so richtig vielleicht auch wie in echt. Und das war deswegen sowas Besonderes, weil das war auch nicht geskriptet. Von wegen, dass er dann angeschossen wird und dass dies passiert. Und das war tatsächlich sehr offen. Und und so etwas haben wir seitdem eigentlich, oder habe ich seitdem eigentlich noch nicht nochmal gemacht. Und ja, würde ich wahrscheinlich auch gerne nochmal machen. Das war auf jeden Fall cool, weil die nicht wussten, gegen was sie hier kämpfen. Dass wir hätten auch irgendwo in der Stadt sein können oder irgendwo in dem Dorf. Und dann schießen wir auf die. Hier ist noch so ein Ausschnitt von einem Kollegen. Und dann hauen sie tatsächlich ab und verdünnerisieren sich. Das war ein guter Moment. Das Video gibt das echt gut auch wieder. Ja, dann noch so. Ging das eigentlich so weiter? Und jetzt sehe ich hier unten. Die ersten DayZ Let's Plays. Ja. Tja. Das möchte ich mal so stolz von mir geben, auch wenn da jetzt wahrscheinlich der ein oder andere sagt, das stimmt nicht. Aber ich war der erste deutsche Let's Player, der hier diese Videos gemacht hat, diese Let's Plays. Einfach nur. Jetzt mal was Neues. Und einfach nur so hingerotzt, sag ich mal. Ja, einfach nur aufgenommen. Normalerweise mache ich das nicht. Und 14.05.2012 war das. So lange her.
die Mod ist echt einen langen Weg gegangen, wenn ich so drüber nachdenke, dass das heute, wo das heute ist. Das war damals alles ja noch auf Arma 2 Basis, bis dann tatsächlich Arma 2 nur noch deswegen verkauft wurde. Und das Video ist ja echt grottenschlecht, ne, wenn ich mir das so angucke. Aber ich habe tatsächlich ganz authentisch meine ersten Schritte hier gemacht. Da war nichts geskriptet und gar nichts. Und es hatte ziemlich lange die meisten Aufrufe, das weiß ich noch. Und das Flair, diese Musik. Tja, ich bin auf einem. Diese Schritte und alles, das war schon cool. Das weiß ich heute noch. Das ist auch heute noch alles toll. Und diese Momente, dass man eben auf andere trifft, das gab es bis da eben fast gar nicht. Oder zumindest nicht in Spielen, wo man nicht monatlich zahlen müsste. Also außerhalb der MMO-Szene. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und das war cool. Deswegen hat es sich durchgesetzt. Und dann habe ich eben hier diese Let's Play-Reihe gemacht, jeden Tag oder alle paar Tage eben rausgehauen. Habe mich ganz einfach an der ganzen Let's Play-Szene damals orientiert. Habe geguckt, okay, die meisten machen einfach nur Videos ohne viel Nachbearbeitung, wenn überhaupt. Und ich konnte das nicht lange durchhalten. Also schon bei dem 3., 4. habe ich dann angefangen, sehr viel zu schneiden. Habe dann die langweiligen Sachen rausgeschnitten und bin eigentlich mehr oder weniger wieder in mein altes Schema zurückgefallen, dass ich einfach nicht einfach nur Gameplay mache, sondern tatsächlich auch Gameplay aufbereite. Das ist jetzt hier, wo haben wir denn? Ja, hier habe ich eine kleine Pause, wie es aussieht. Das sind alles andere Sachen. Aber es ist dann so gewesen, ne? Das kann ich ja schon mal vorweggreifen. Das ist dann alles, ich habe ein halbes Jahr Pause gemacht dann. Und da habe ich dann auch, das ist jetzt eigentlich auch egal, aber ich hätte vielleicht AZ so ein bisschen mehr machen können. Hätte ich gewusst, wie sich das alles entwickelt, hätte man aus kanaltechnischer Sicht das wahrscheinlich anders gemacht. Aber ich hatte ehrlich gesagt auch irgendwann keine Lust mehr auf einfach nur alleine rumrennen. Und das Gameplay eben mit dem Clan, das war, wenn ich das immer so dagegen gehalten habe, das war einfach cooler, ne? Das ganze Teamplay, während DayZ eben einfach kaum Teamplay war und eher schon sehr früh ins Deathmatch abgeglitten ist. Das waren eben die Unterschiede. Ja, das ist eigentlich so das, was vor 5 Jahren gewesen ist. Und dann, das war dann auch schon, wenn ich jetzt hier gucke, das letzte, das müsste so Ende, 23.12. Das ist dann so das Ende von 2012. Da ist es dann alles so vorbeigegangen. Die Brigadezeit lief weiterhin, ne, also ich bin jetzt nicht gerade sicher, aber ich glaube, ich habe 2012 ja meinen eigenen Clan gegründet und war dann schon aus der Brigade raus. Aber ich habe noch eine Zeit lang Videos veröffentlicht oder Ausschnitte davon, weil das mache ich heute noch so. Ich habe eben vieles in den Hinterhand gehalten und nicht alles gleich veröffentlicht, wenn es fertig war. Das war eine lustige Szene, weil der eine Typ steigt einfach ein und schießt dem anderen Panzer in den Rücken, weil er aus Versehen auf die linke Maustaste gekommen ist. Ja, das waren die kleinen Fails, die wir damals schon hatten. Ja, okay, das war's eigentlich. Eine halbe Stunde, kurzer Rückblick. Wenn ich das jetzt alles so sehe, dann, ja, allzu nostalgisch bin ich jetzt nicht. Und allzu besonders ist das alles nicht gewesen. Also ich hatte da jetzt keine großen Sachen. Und ich sehe jetzt, einige Dinge habe ich nie veröffentlicht oder da habe ich die Veröffentlichung zurückgenommen. Die waren auch... Was war denn los? Ja, die waren jetzt auch nicht besonders witzig, aber das war damals eben YouTube so, ne? Einfach so ein paar Videos machen, ein paar Mitschnitte. Und ich weiß noch, das erste Video, was richtig gut ankam, hatte 625 Aufrufe und das war total viel, das weiß ich noch. Und damit konnte der Clan auch, hatte auch ein paar Schwierigkeiten, sage ich mal. Und deswegen ist das Ganze unter anderem da auch dann auseinandergeglitten. Aber ja, das war so der 5-Jahres-Rückblick. Wahrscheinlich für euch nicht so interessant wie für mich. Aber ich benutze das auch, um für mich ganz deutlich zu sehen, wie ich mich verbessere in vielen Dingen. Auch in einigen vielleicht nicht oder auch verschlechtere. Aber wie ich mich entwickle. Das finde ich wichtig, um zu sehen, wohin geht das Ganze. Oder auch um zu schauen, was ist draus geworden, was ich früher mal so gedacht habe. Und wenn ich das jetzt so alles so sehe, ja, dann habe ich wesentlich mehr produziert als heute. Also die Abstände, wenn ich so gucke. Da hatte ich allerdings auch noch so ein bisschen mehr Zeit mitten im Studium. Ja. Okay. Gut. Ja, das war's. Das war sozusagen das Wort zum Sonntag.
Gibt nicht mehr so viel dazu zu sagen. Gerne eure Kommentare dazu, würde mich wirklich freuen, also aus persönlicher Sicht freuen, ne? Also, ne, wenn ihr was dazu loswerden wollt, ob ihr damals vielleicht dabei wart oder das ganz anders gesehen habt oder eure eigenen Erfahrungen 2012, wie YouTube war, gerne her damit, wirklich. Ich rede gerne darüber. Das finde ich sehr interessant, wie sich das auch alles immer entwickelt. Und insofern können wir da uns sicherlich gerne und auch gepflegt austauschen. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Billig Outro. In der Hoffnung, dass meine treuen Zuschauer anderen von mir erzählen. Überall muss ich die Musik deaktivieren.